Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 4, It's About Time. Im letzten Part ging es los mit der nächsten Welt, nämlich den Friedfällen. Das erste Level hier aus Wirbeltier haben wir schon gespielt, da gab es auch schon ein neues Power-Up mit der neuen Maske Arcano, nämlich den dunkle Materiewirbel. Ziemlich cool. Und wir haben da auch gleich schon ein Zeitstrahl-Level dafür freigespielt mit Torna wieder. Und zwar Tranktumult, und das würde ich ganz gerne jetzt dann erstmal gleich spielen. Für Crash habe ich keinen neuen Skin, aber für Coco anscheinend. Genau, nämlich den hier. Und zwar auch El Artist oder so. Auch als schöne Künstlerin, bisschen vollgekleckst. Aber das passt schon. Aber es wird sowieso wahrscheinlich wieder das meiste hier Torna machen dürfen. Und Coco dann eben erst am Ende. Aber schauen wir einfach mal, was uns hier in diesem Level dann mit Torna erwartet. Da ist sie. Erinnert an Neo Nippon. Aber ohne Kaiju Tanuki. What? Keine Ahnung, was sie gerade gesagt hat. Egal. Wie viele Kisten gibt's denn hier? 2 Millionen? Nein, 175 nur. Das geht ja. Ja, komm. Ich muss wirklich zugeben, ich finde ihren Enterhaken manchmal ein bisschen komisch. Weil manchmal meint man eigentlich schon, dass man schon etwas anvisiert hat, aber dann geht's doch noch nicht. Also das könnte ein bisschen... Okay. Das könnte ein bisschen genauer sein teilweise. Das gilt allgemein bei ihr. Sie hat zwar coole Aktionen mit dem Enterhaken und sowas. Und auch ihr Kick ist ganz stylisch. Aber viele Aktionen sind etwas... Ja, ich weiß nicht genau. Ein bisschen ungenau teilweise kommen sie mir vor. Ah, das war einfach. Yay. Ein bisschen ungenau kommen sie mir teilweise vor, ihre Aktionen. Eben der Enterhaken. Oder auch der Warnsprung. Den finde ich, wie gesagt, auch ein bisschen komisch. Also das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser irgendwie implementieren können. Keine Ahnung wie. Aber... Oh, Kawaii, das verstehe ich. Aber so Kawaii ist der eigentlich nicht. Ich habe eher Angst vor dem, ehrlich gesagt. Ne? Weil das muss halt, ja, das muss halt mit dem Enterhaken wirklich immer gut funktionieren. Scheiße. Ja, ärgerlich. Muss halt immer gut funktionieren, vor allem bei solchen Action-Passagen hier. Und wenn man halt dann nicht genau richtig steht aus irgendwelchen Gründen und man halt dann nicht die Kiste anvisieren kann, die nächste, dann ist es halt blöd. Aber das passiert halt manchmal eventuell, dass man halt dann daneben schießt oder sowas, ja. Aber okay. Ah, hier ist auch noch eine. Die habe ich sogar vorhin, glaube ich, übersehen. Gut, dass ich jetzt die noch nachholen konnte. Okay. Also ja, das ist ohne Tod. Ich hätte sogar jetzt eigentlich gleich direkt neu starten können. Das ist eigentlich besser, wenn man noch keinen Checkpoint hatte, dann einfach das Level komplett neu zu starten. Weil, ich meine, ich habe eh noch keinen Checkpoint. Und dann hätte ich noch die Chance, das perfekte Relikt zu kriegen. Aber ganz ehrlich, werde ich eh nicht. Also was soll's. So, jetzt mal, hier bin ich sicher. Ich muss da wirklich genau gucken, auf welchen Pisten ich sicher bin. Auf welchen Seerosenblättern ich sicher bin. Ja, die links kann ich mir jetzt aber nicht mehr holen, ne? Die muss ich mir von da unten aus holen. Okay. Und die da muss ich mir dann auch gleich holen, während ich Stress habe. Das geht, glaube ich, auch nicht anders, ja. Das ist halt ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich schon, dass ich da die jetzt auch schon treffen könnte. Es gab da schon andere Situationen, wo sogar ihr Enterhaken noch länger war irgendwie. Aber es ist halt teilweise irgendwie ein bisschen gescriptet, wann das funktioniert und wann nicht. Aber okay. So, den habe ich aktiviert. Kann ich denn die Drachen irgendwie besiegen? Wahrscheinlich nicht. Mit dem Enterhaken schon mal nicht. Ich denke, dass auch der Kick nicht funktionieren wird. Deswegen, die werde ich mal einfach ignorieren. Da kann ich wieder ruhig stehen. Ja, man muss da wirklich ganz, ganz genau hingucken. Das ist sehr, sehr wichtig hier. Ich hätte sie sogar als Plattform vielleicht aussetzen sollen. Aber nee, so geht's auch. Okay. Genau, auf welchen von den Seerosenblättern man sicher ist und auf welchen nicht, das zu überprüfen, ist hier wirklich unfassbar wichtig. Alter, nie im Leben werde ich hier alle Kisten finden. Nie im Leben. Das ist echt immer sehr, sehr schwierig mit Torna. Wenn die dann einfach offscreen sind, die Kisten. Aber mal gucken. Ich hoffe, dass ich zumindest bisher vielleicht noch alle habe. Bin ich mir aber auch schon nicht sicher, ehrlich gesagt. Kann schon sein, dass ich da auch schon eine verpasst habe. Okay, das habe ich bekommen. Gut. Zack. Ja, gehen wir nachher weiter. Ich bin auch schon wieder gespannt, wann dann der Punkt kommen wird, an dem dann wieder Coco übernehmen darf. Mal gucken. Ja, da oben ist eine. Mhm. Okay, das habe ich jetzt eher an dem ZR erkannt, als an der Kiste selber. Muss ich zugeben. Aber ist ja auch okay. Achso, okay, verstehe. Da hoch. Dann hier. Okay. Oh Gott. Aber das ist cool, weil die bedecken ja wirklich mal sehr viel, die Drachen. Da muss man ziemlich schnell sein. Also es sind coole Gegner. Nein! Scheiße. Ja, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Das war jetzt ein bisschen knapp. Oh nein, die bricht auch noch ein. Gib mir ein Checkpoint-Spiel. Ah, hier, okay. Ah, er wollte uns eigentlich töten.
aber haben uns den Weg geöffnet. Sehr nett. Yay. Genau, das weiß ich jetzt auch schon durch euch. Immer, wenn so etwas auftaucht, dass Coco oder Crash an einer besonderen Stelle sind, wo so eine kleine Cutscene kommt und wo sie dann so Fragezeichen, Ausrufezeichen über sich haben und sich fragen, hey, was war da jetzt los? Dann heißt es meistens, oder sogar immer, dass halt da dann ein Zeitstrahl-Level von einem anderen Charakter ist und dieser andere Charakter ihnen in irgendeiner Form geholfen hat. Ja, genau. Okay. Aber das heißt sogar, dass ich jetzt wirklich das meiste vom Level sogar noch mit Coco zu Ende spielen muss. Weil da kommt schon noch... Oh Gott. Da kommt schon noch einiges, glaube ich. Aber das kriegen wir schon hin. Die Kistenverteilung ist ja ein bisschen anders. Sind da links jetzt eigentlich diese... Ne, okay, die sind diesmal nicht unsichtbar, ja. Das muss ich dann auch nochmal später irgendwann nachholen. Weil beim letzten Mal, bei dem eigentlichen Level hier, ohne Zeitstrahl, da habe ich ja 9 Kisten verpasst. Die werde ich dann auch nochmal später nachholen. So. Aber ich weiß mittlerweile übrigens eine kleine, feine Sache, die mir das hier vereinfachen wird. Denn man kann die zurückwirbeln, die Dinger. Wenn ich das mal schon früher gewusst hätte. Und sich dadurch das dann erheblich vereinfachen, einfach da reinwirbeln, dann ist, hat man quasi keine Gefahr, so ziemlich. Und dann klappt das ziemlich gut. Okay. So, Arschbombe, bam. Da links war, glaube ich, wieder so ein Ding, oder? Nee, die hat hier wieder, okay, ja. So, zack. Okay. Weil ich fand ja wirklich beim letzten Mal, dass diese Geschosse sehr, sehr schlimm sind. Dein wissenschaftliches Interesse. Die alpinischen Weiden trägt an einem einfachen, wirklichen Test wahrzunehmen. Okay, aber so schlimm sind die dann doch gar nicht mal, weil ich das eben, weil wenn ich da einfach im Dauerwirbelmodus bin mit der dunklen Materie, mit dem dunklen Materiewirbel, dann hat man da eigentlich auch keine Probleme. Und dann sollte das passen. Oh Gott. Ja, die Sprünge hier sind schon immer ein bisschen riskant. Die explodieren, glaube ich, alle auf einmal, ne? Oder will ich da... Vielleicht will ich dann in die Luft gehen, während sie explodieren. Ja, das ist sicherer. Ich mach mal erstmal nur eine. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Zum Glück hatte ich noch einen Akku. Ach Mann, wie doof. Das war jetzt ja richtig blöd. Ja, der Wirbel hat einfach eine zu hohe Reichweite. Aber, na gut, kann man jetzt nichts machen. Okay. Ich werde jetzt noch zu Ende spielen, das Level. Also, so viel kommt jetzt nicht mehr. Das geht schon. Ich hab doch... Ah, nein, jetzt hatte ich mein... Ich hab meinen Power-Up verloren. Ich dachte mir schon, das wäre doch viel zu einfach. Das habe ich erst zu spät gecheckt, dass ich da meinen dunklen Materiewirbel verloren habe. Na gut. Aber hier kann ich jetzt mal überprüfen. Okay, das reicht von der Reichweite her, ja. Okay. Ach, wie doof. Aber ist egal, ich bin ja davor eh schon einmal gestorben. Passt also. So, das reicht also, wenn ich so mache. Jetzt dürfen gleich 4 dazukommen. Genau. Ich habe doch die Kisten sogar noch erwischt. Wie konnte ich jetzt da runterfallen? Mann! Warum stelle ich mich jetzt so an? Wenn ich nochmal fade, dann schneide ich. So. Gibt's ja nicht. Einmal aktivieren. Bam, genau mittig. Dankeschön. Ist doch gar nicht so schwer. Sollen jetzt aufpassen, weil jetzt verliere ich ihn. Ja, okay. Ich dachte mir wirklich schon, dass es zu einfach wäre, weil man ja hier einfach dann alles skippen kann, so ungefähr. das ist nämlich gar nicht so einfach da hinten vom Timing her. Okay, aber passt. Puh. Ja, ein bisschen was kommt aber schon noch. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich... aber okay, hier habe ich natürlich den dunklen Materiewirbel nicht, deswegen gegen den kann ich nichts machen. Okay. Ist der Bonus derselbe eigentlich, frage ich mich, oder ist das ein anderer? Ich glaube, es waren nicht 27 Kisten. Ja, das ist ein anderer. Also der Aufbau an sich von den Plattformen ist wieder derselbe. Das ist ja beim normalen Level für Coco auch so, aber die Kisten sind eben anders. Genau, ja. Aber das finde ich ganz cool, dass auch die verändert wurden. Das wäre ansonsten echt ein bisschen schade und langweilig. Okay. Okay, da oben ist noch mal eine, ja. Jetzt muss ich halt noch irgendwie dann da links hinkommen. Ah, okay, okay. Hier ist aber auch noch mal eine Plattform, also eine Sprungplattform. Perfekt. Und mir fehlen noch 3. Geil. Hä? Wo habe ich denn die jetzt übersehen? Bin ich so blöd schon wieder?
Mann! Muss ich am Anfang irgendwo. Achso, ja, hier. Jetzt ist die Frage, mit welchem habe ich die aktiviert? Mit einem der ersten beiden oder mit dem ganz rechten erst? Das wäre natürlich ziemlich fies. Schauen wir einfach mal. Obwohl, ich meine, es ist eigentlich egal, weil ich komme ja eh nicht mehr zurück jetzt hier. Ich muss ja zuerst den rechten aktivieren. Okay. Aber schon ein bisschen gemein. Okay. Das heißt, ja, ich will es schon so machen. Die ausnutzen. Dann hier hoch jetzt nicht nach rechts, sondern hier links rüber. Und mir die nochmal holen am Anfang. Genau. Okay. Zack. So, und jetzt können wir es abschließen. Jetzt noch die letzte hier mitnehmen. Wunderbar. Puh. Ja, ich finde aber schon, dass die Zeitstrahl-Level immer ein bisschen schwieriger sind. Irgendwie. Also, das, was der neue Charakter machen muss, geht eigentlich. Aber vor allem das, was dann Coco und Crash danach immer noch machen müssen, ist schon schwieriger. Das ist ja auch logisch irgendwie, weil das ist ja schon bekannt eigentlich. Und deswegen ist es okay, wenn das... Nein! Ja, machen wir den Checkpoint trotzdem. Deswegen ist es okay, wenn das ein bisschen schwieriger ist, finde ich. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Okay. Das war übrigens Können. Nicht etwa totales Glück, das war Können. Das Problem ist, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich diese Kiste immer wieder nachholen. Da muss ich dran denken. Rechts ist nix, nein. Okay. Ich meine, vielleicht habe ich ja eben wenigstens alle... wenigstens alle Kisten mitgenommen. Genau, jetzt habe ich das hier schön ausnutzen können, dass ich mit dem dunklen Materiewirbel den einfach kaputt machen konnte. Aber das ist halt trotzdem eine Gefahr, weil ich bewege mich mit dem ja immer vorwärts. Ich kann nicht anhalten. Und hier bei so vielen Nitro-Kisten und auch den anderen gefährlichen Kisten gerade, war das schon eine gewisse Gefahr. Aber es hat ja funktioniert. Okay. Der ist da auch so scheiße positioniert. Okay. Ja, aber einfach irgendwie dauerhaft wirbeln, dann geht es schon. Ich habe jetzt nicht genau gecheckt, was ich da gemacht habe. Aber hat ja funktioniert. Aber es sieht ganz gut aus eigentlich, weil da kommen schon noch ein paar. Und Nitro-Kisten waren ja auch gerade einige noch da, also... Seriously? So. Vielleicht haben wir hier wirklich alle. Also wenn, dann fehlt mir nur eine oder so. Was jetzt auch nicht so toll wäre natürlich. Aber besser als wenn mir 30 fehlen oder sowas. Ist zwar ärgerlicher, wenn mir eine fehlt, aber es ist ja egal, weil ich bin ja eh gestorben. Und so muss ich halt dann später weniger reinschneiden. Okay. Das waren 7, ziemlich sicher. Ja, jetzt ist es doch ein bisschen ärgerlich. Ich habe gerade gesagt, ach, so schlimm ist es gar nicht, wenn mir eine fehlt. Ja, jetzt ein bisschen ärgert es mich jetzt doch. Muss ich zugeben. Ja, das war safe mit Torna eine, die halt so halb offscreen war. Werde ich dann später nochmal irgendwann zeigen. Na gut. Trotzdem Daumen hoch, yay. Okay. Und das nächste neue Level machen wir aber dann auch noch gleich. Und zwar dieses hier, Kletterpartie. Genau. Beim nächsten Mal werde ich dann wieder ein bisschen was nachholen aus den bisherigen Leveln jetzt. Aber jetzt erstmal noch das hier. Ich habe sogar keine neuen Skins, deswegen nehme ich mal den normalen Crash vielleicht mal wieder. Habe ich den überhaupt schon? Doch, am Anfang halt habe ich den gehabt, aber sonst gar nicht mehr. Warum denn nicht? So kenne ich ihn und liebe ich ihn. Also los geht's mit Kletterpartie. Wieder ein Band gibt's hier. Dann fangen wir gleich mal an. Okay, 139 Kisten. Gar nicht mal so viel. So, das machen wir ganz easy. Bam, meine Schulden. Sehr freundlich. Okay, jetzt kommen auch hier die Drachen wieder vor. Und Andrew. In alten Zeiten. Wir werden unsere Unterdrücker, die uns zwingen, unsere Geburtstagskarte selbst zu kaufen. Und die zu unterschreiben. Ich meine, wenigstens die Hälfte zahlen können. Ja, die Kommentare sind schon immer ganz lustig. Zwischendurch. Okay, sehr schön. Aber hier, das Setting gefällt mir auch wieder total. Von dem Level. Oh, halt. Oder von der ganzen Welt gefällt mir das Setting. Also wie gesagt, visuell und, ne, nochmal halt. Warte kurz. Visuell und vom Abwechslungsreichtum her ist das Spiel bisher richtig, richtig cool. Wirklich auch nochmal um einiges besser sogar als die ersten Crash-Teile, finde ich. Okay. Gut.
Oh Gott, was ist das für ein Zauberer? Ach, der kann da den Gong schlagen, okay. Ah, okay, ich komme da sogar gar nicht reinzugehen. Also es ist eher ein Hindernis als ein Gegner, könnte man sagen. Okay. Und natürlich wieder die Wirbelmaske. Ist denn da oben was? Ne, die Kamera geht da auch nicht mit. Dann ist da glaube ich nichts. Ja, ist da rechts jetzt was gewesen? Okay, da darf ich ihn gar nicht nutzen. Na gut. Dann halt nichts. Es ist teilweise halt immer nicht so ganz leicht abzuschätzen, obwohl ich ja schon die Hilfe mit dem... Das war schon wieder, okay. Die Hilfe mit dem Punkt unter Crash oder Coco habe. Das ist trotzdem teilweise nicht so leicht zu erkennen, wo sie jetzt da genau landen werden. Vor allem auf kleinen Plattformen. Und das dann richtig abzuschätzen, ist schon relativ schwer, finde ich. Aber wie gesagt, das ist eine Riesenhilfe. Also Schatten ist es eigentlich hier. Dieser Schatten da, der immer zu erkennen ist. Das ist eine riesengroße Hilfe. Ist auch wirklich ein schönes Feature. Weil das ist halt einfach in 3D-Jump-Runs ansonsten sehr schwierig. Man muss sich da wirklich oft auf den Schatten verlassen. Und wenn der halt dann an manchen Stellen nicht erkennbar ist und man einfach so abschätzen muss, wo jetzt... Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Man jetzt so einfach abschätzen muss, wo Crash oder der Charakter, was auch immer, sicher ist und wo nicht, kann das schon etwas nervig sein. Und das ist echt eine schöne Neuerung hier. Ja, das ist ja trotzdem nicht einfach, das Spiel. Aber... Das macht es halt noch ein bisschen angenehmer, weil wenn man halt verkackt, ist man wirklich als Spieler selber schuld, sag ich mal. Weil man halt einfach das nicht gut abgeschätzt hat oder abgetimed hat. Oh Gott. Weil man hätte ja eigentlich immer sehen können, wo man genau landet und wo man landen will. Bam. Aber Checkpoints gibt es echt viele. Ich bin noch nicht gestorben, glaube ich, ne? Ja. Aber das heißt trotzdem nichts. Wir haben noch sehr viel vom Level vor uns. Ich mache mir also nicht so große Hoffnungen. Aber mal gucken, vielleicht doch. So, komm mal her. Ja, ich dachte, der würde bis hierher laufen. Zu den TNT-Kisten. Schade. So, zack. War hier irgendwas? Nein. Okay, das sollte passen. Oh Gott. Ja, die sind jetzt viel weiter gegangen als davor. Aber hier ist schon mal das Band. Okay, haben wir das schon mal? Gut. Da. Kann ich da überhaupt hin, da unten? Doch, da kann ich schon hin. Das wäre doch ein gutes Versteck für den versteckten Edelstein, finde ich. Da so hinten in der Wand drin. Nee. Hier unten? Nee. Da rechts im Gras sind irgendwelche komischen Spuren. Hallo? Ist das sogar vielleicht wieder ein farbiger Edelstein oder so? Wodurch bin ich jetzt eigentlich gestorben? War da überhaupt irgendeine Gefahr? Einfach weil ich jetzt offscreen war? Also, ich war ja gar nicht offscreen. Weil ich halt fernab des eigentlichen Pfades war. War da einfach eine Death Zone? Das ist ein bisschen doof. Oder war da. Vielleicht war da auch doch irgend. Vielleicht waren da Stacheln oder so. Und die, ich habe die nicht gesehen. Aber mir ist eigentlich noch nichts aufgefallen. Keine Gefahr. So. Ja, komm. Bam. Aber man ist da wirklich unbesiegbar, eigentlich so ungefähr. Das ist ganz cool. Ja, an den Bambusstäben werde ich ja wohl nicht gestorben sein, oder? Hä? Das sieht voll so aus, als könnte ich mit denen irgendwas machen. Die sind doch nicht einfach so da, oder? Die beiden Typen da. Hm. Ich meine, jetzt bin ich ja eh schon gestorben. Jetzt ist ja auch schon egal. Ich probiere es mal gleich noch einmal. Wollen wir erstmal hier dagegen schlagen? Ah. Irgendwas kann ich hier machen. Das hat irgendwas mit dem nächsten farbigen Edelstein zu tun, würde ich callen. Einfach dauerhaft Musik machen? Nein. Hm. Ich muss mal, wenn ich das Level nochmal neu spielen muss, was ich ja tun muss, weil ich jetzt schon gestorben bin, muss ich mal gucken, ob hier wieder irgendwo eine Wandmalerei war, vielleicht. Die mir dann da irgendwelche Hinweise gibt bei der Stelle, weil ich komme jetzt nicht drauf, was ich hier tun muss. Vor allem, weil ich da rechts halt so blöd sterbe. Sonst würde ich es noch ein bisschen mehr eventuell probieren. Aber ich guck mal, weil das könnte wirklich sein. Das ist nur ein bisschen blöd. Ich glaube, es wird einem nicht angezeigt, wo die farbigen Edelsteine sind. Weil ich meine, wenn man normale Edelsteine verpasst,
dann sieht man das ja in der Levelstatistik einfach. Aber ob jetzt hier ein farbiger ist oder nicht, weiß ich nicht. Das war bei den vorherigen Leveln auch so, dass das im Vorfeld, glaube ich, zumindest nicht angezeigt wurde. Erst wenn man den halt eingesammelt hat, dann war er aufgelistet, natürlich. Aber davor nicht. Deswegen weiß man nicht, wo die farbigen Edelsteine sind. Und das ist ein bisschen fies. Aber ja, wenn ich das Level nochmal neu spiele, gucke ich mal. Oder ich höre einfach auf eure Tipps. Das würde auch gehen, natürlich. Aber sonst gucke ich mal nach Wandmalereien. Was ist denn jetzt hier wieder? Hier ist doch auch wieder irgendwas. Hier. Das glaube ich nicht, dass hier nichts ist. Man kann hier extra reinkriechen. Ich finde so viele Sachen, die irgendwie keinen Sinn ergeben. Wo eigentlich Secrets sein sollten, aber dann doch keine sind. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da reinzuklettern. Also, nicht schwer, aber drauf zu kommen, meine ich. Und da hinten ist. Da leuchtet doch irgendwas. Mann! Irgendwas ist doch hier. Halt nicht. Okay. Aber 100 pro ist hier ein farbiger Edelstein. Oder an einer von den Stellen war halt der normale versteckte Edelstein. Den habe ich auch noch nicht gefunden. War da oben jetzt eine Kiste? Ich muss mal da mal gucken. Moment. Da links oben. Irgendwas habe ich da gerade im Augenwinkel gesehen. Jetzt habe ich wieder das Power-Up nicht mehr. Ah, das ist... Ja, ich meine, ich weiß, man sieht es... Ja, aber das könnte einem trotzdem irgendwie besser mitgeteilt werden. Ne, es war nur das Fenster, was ich gesehen habe. Okay. Es könnte einem ein bisschen besser mitgeteilt werden, irgendwie, finde ich. Weil, das, ich meine, wenn man vor allem, hier tauchen ja auch diese tausenden Drachen auf und sowas und die TNT-Kisten explodieren, da achtet man halt nicht wirklich auf Crash, also ich zumindest nicht. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Das könnte man irgendwie noch ein bisschen besser darstellen, sodass es wirklich ganz klar ist. Aber, okay. War auch ein bisschen meine Schuld, ich gebe es dazu. Vielleicht nicht nur ein bisschen. Egal. Na komm, Crash. So, dankeschön. Wie viele fehlen eigentlich jetzt noch? Ja, schon noch ein paar. Aber wir hatten auch noch keinen Bonusabschnitt. Also, ich glaube, es gab bisher nicht in jedem Level einen Bonusabschnitt, aber in fast jedem. Scheiße. Okay, ah, hier ist er. Okay. Die Drachen gehen sogar kaputt übrigens, wenn sie in mich rein crashen. Haha. So, hier sind 22 weitere, also jetzt haben wir es dann wirklich bald, ja. Halt, da oben war was. Aber da komme ich locker so hin, genau. Um Gottes Willen. Okay, ganz ruhig. Da oben muss ich noch hin. Okay. Zack. Das war jetzt nicht so schlau eigentlich. Passt aber noch. Okay. Sind das wirklich 11 gewesen? Nee. Achso, da unten noch. Ach du Scheiße. Und es fehlt aber sogar noch eine. Na toll. Mann, jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Warum vergesse ich dann immer irgendwo Kisten? Scheiße! Warte mal, das muss ich jetzt mal austesten. Ist man tatsächlich unbesiegbar, während man wirbelt? Also, vor runterfallen ist man nicht sicher. Ist man vor allen anderen Gefahren geschützt? Weil ich war eigentlich gerade voll in dem Drachen drin, finde ich. Warte mal. Das muss ich mal schnell austesten. Ah, da oben habe ich es übersehen. Okay, jetzt habe ich es gefunden wenigstens. Okay, ist man? Ja. Man wird aber weggebounced. Okay, interessant. Aber ja, ich schließe daraus, dass ich vor allen Gefahren praktisch sicher bin. Okay, interessant. Also halt vor allen Gegnern im Prinzip. Ja, wie gesagt, runterfallen oder sowas nicht. Scheiße. Das hätte ich auch schlauer machen können. Ich glaube, das geht noch. Genau, ich kann ja hier so machen und dann höher kommen. Genau, ja. Da kann man echt ein bisschen tricksen. Weil man hat ja wirklich sehr, sehr starke Möglichkeiten, um vor allem nach oben zu kommen. Weil ich ja eben, wenn ich aus der Hocke herausspringe, noch höher kommen kann als normalerweise. Als normalerweise. Und wenn ich das dann noch mit dem Wirbel kombiniere, dann kommt man sehr, sehr hoch. So, das ist wieder mal so typisch. Beim ersten Mal schaffe ich es halt direkt, nur dass ich die eine Kiste da übersehe. Und jetzt habe ich übelste Probleme und krieg's gar nicht mehr hin. Liebe es. Das hat halt echt eine viel höhere Reichweite, als man denkt, dieser blöde Antimateriewirbler da. Oder dunkle Materiewirbler, wie auch immer. Wurscht. So.
War sogar jetzt nochmal höher. Okay, jetzt besser timen. So. Der ist halt eigentlich voll einfach, ne? Der Bonus. Ich hab den ja beim ersten Mal auch gut gemacht. So, zack. Das hier ist auch ziemlich einfach. Einfach nach unten wirbeln und dann halt wieder springen. Man kann ja nach unten wirbeln und dann halt den Double Jump in der Luft irgendwann machen. Also das ist auch gar kein Problem. So. Hätten wir auch das endlich geschafft. Yippie. 34 Kisten noch. Okay, mal schauen. Aber wie gesagt, ich habe dafür schon irgendwas anderes hier verpasst. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist nichts, okay. Scheiße. Ah, jetzt stelle ich mich aber auch ein bisschen an. Wurden jetzt eigentlich die... Okay, wollte schon sagen, der Bonus wurde gespeichert, ja. Doch genau, weil wenn man einen Bonusraum betritt, also startet, gibt es einen Checkpoint. Oh Gott. Aber auch wenn man einen beendet, gibt es nochmal einen Checkpoint quasi. Ja, deswegen passt alles. Hallo? Okay. War das der versteckte Edelstein? Nee. Nee, da oben sind noch Kisten. Ah doch, hier ist er. Okay. Ja, dann habe ich den. Aber ich habe ja noch sogar zwei andere auffällige Orte gesehen, die ich nicht verstehe, wo auch irgendwas sein könnte. Also ich habe sogar eigentlich erwartet, dass ich den farbigen Edelstein und den normalen versteckten Edelstein verpassen würde. Aber den normalen habe ich jetzt wenigstens gefunden. Vielleicht gibt es ja auch doch keinen farbigen, ich weiß es nicht. Aber das wäre sehr komisch, weil mir sind zwei seltsame Stellen gleich aufgefallen. Bei einer von beiden täusche mich halt und da ist doch nichts. Aber bei der anderen. Also es ist unwahrscheinlich. Alter, bin ich jetzt schlecht eigentlich? Das gibt's ja gar nicht. Ist unwahrscheinlich, dass ich mich bei beiden gleich so hart getäuscht habe. Aber, wirklich. Bei mir weiß man nie. So, kann ich jetzt mal bitte keinen Scheiß mehr machen? Das wäre ganz cool. So, stirb erstmal. Nein. Wenn die einen halt wegwirbeln, dann kann man halt auch nichts mehr machen. Da ist man auch einfach tot. So, jetzt gleich hinten rein. Also. Mann, ey. Das ist aber auch ein bisschen kacke hier. Ehrlich gesagt. Weil ich hoffen muss, dass ich hier alle Kisten erwische. Ich hätte mir merken sollen, wie viele ich gerade eben hatte. An der Stelle. 117 habe ich jetzt. Ja, das wird schon passen. So. War sogar auch schon ein bisschen knapp. Ah, ist sogar noch ein Checkpoint, um Gottes Willen. Das ist wieder so ein Gong, ja. Irgendwas kann man da machen. Ich weiß noch nicht was. Aber irgendwas bestimmt. Da könnte auch wieder was sein hinter dem. Ne, über ihm war diesmal was, okay. Auch in Ordnung. Aber links oder rechts kann ich hier nicht hingehen diesmal. Alles klar? Ja. Ja, das ist aber schon echt sehr, sehr schwer, mit dem Wirbler auf so kleine Plattformen raufzukommen. Oh Gott, na, da hoch muss ich. Ah ne, hier ist auch noch eine Plattform. Nein! Ich habe die erst zu spät gesehen! Okay, ruhig bleiben. Ist doch alles gut. Also ich finde das Power-Up ist immer noch voll cool, aber ich habe es noch nicht ganz raus, wie man das wirklich perfekt kontrolliert. Vor allem, wenn die Plattformen halt so klein sind. Das muss ich noch ein bisschen besser üben. Hier dann den No-Death-Run zu machen, das wird... Das wird lustig. Aber jetzt habe ich es auch irgendwie verlernt ein bisschen, ne? Ich habe das doch davor ein bisschen besser gekonnt, oder? So gefühlt. Also ich habe es noch nie perfekt gekonnt, aber jetzt kann ich gar nichts mehr damit. Das gibt's auch gar nicht. Ich glaube, es ist doch so besser, wenn ich erst beim Double Jump wirble. Nee, ja, da komme ich nicht hoch. Nein, ist es nicht. Einmal versuche ich es noch mit euch, dann werde ich sogar jetzt schneiden müssen. Hier ganz am Ende, bei den letzten paar Kisten, beim letzten Abschnitt, weil ich den nicht hinbekomme gerade. Das kotzt mich ein bisschen an, muss ich zugeben. Nicht nur ein bisschen, sogar ziemlich. Komm her. Dazwischen landen. Da kann ich sogar einen normalen Sprung einfach machen. Da muss ich gar nicht wirbeln. Einfach nur ein Double Jump. So, hier jetzt aber. Okay, dahin, ja. Es kommt einfach noch ein Checkpoint. What? Bei noch 5 Kisten?
Dann weißt du, das Ende, was am schwierigsten ist, schaffe ich dann am Stück, ne? Das kann nicht wahr sein. Wir haben sogar alle Kisten aber übrigens. Nein. Egal jetzt, einfach raus hier, raus hier. Ja, okay, hier, aber ich habe sogar alles zerstört. Raus hier, ist mir egal. Weg. Weg mit dem Level. Puh. Aber das Positive ist, alle Kisten gefunden, immerhin. Aber hier den No-Death-Run zu machen, das wird ein Spaß. So, dann würde ich aber erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Crash Bandicoot 4 It's About Time. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit einfach gleich dem nächsten Level, würde ich sagen. Nämlich diesem hier aus dem Gleichgewicht. Mhm, hört sich auch ganz cool an. Und ich werde dann beim nächsten Mal, denke ich, auch die Sachen nachholen, die wir jetzt hier verpasst haben. Also hier bis zum nächsten Mal, das werde ich ja offscreen machen, das Relikt. Beziehungsweise wahrscheinlich, vielleicht ist hier ein farbiger Edelstein, den werde ich dann zeigen müssen. Ich schaue mir das dann nochmal genauer an, ob da vielleicht irgendwo Wandmalereien waren oder sowas, mal schauen. Oder ich höre einfach auf eure Tipps eben. Und auch hier werde ich noch die fehlenden Kisten nachholen und hier haben wir ja auch eine verpasst. Also einiges haben wir dann nachzuholen beim nächsten Mal. Gut, also dann Leute, eben bis zum nächsten Mal.